Testbetrieb bei der Gemeinhardt Service GmbH. Am Dienstagvormittag testete das junge Münchner Unternehmen Kevaso in Roßwein die Installation ihres speziell für den Gerüstbau entwickelten Robotiksystems Liftbot. Das bayerische Start-up wollte live vor Ort zeigen, dass mithilfe des neu entwickelten Systems der Aufbau von Gerüsten bis zu 40% schneller sein kann. Wir haben jetzt einen Aufzug entwickelt, speziell für den Gerüstbau. Das ist eine Transporthilfe und das soll den Mitarbeiter entlasten, weil im Gerüstbau also sehr viele Tonnen Material jeden Tag transportiert werden. Und wir arbeiten jetzt also daran, dass es ergonomisch transportiert werden kann, weil die Leute sich nicht mehr bücken müssen. Außerdem schwenkt unser Korb über das Sicherheitsgeländer, also bleiben die immer gesichert, niemand kann runterfallen. Und gleichzeitig ist es also auch eine Lösung, die automatisiert transportiert. Das heißt, Liftbot fährt automatisch hoch und runter und die Menschen müssen nicht mehr mit dem Finger auf den Knopf bleiben und zusehen, sondern die können sich um ihre wichtigen Aufgaben kümmern, wie das Gerüst zu verankern, die Teile einzubauen und wieder Teile zu organisieren am Boden. Um herauszufinden, ob sich das Start-up auch in Sachsen und den Niederlassungen durchsetzen kann, lässt die Gemeinhardt Service GmbH ihre Ausbildungskolonne den Liftbot 2 Tage auf Herz und Nieren testen. Aufmerksam auf das Münchner Start-up wurden die Gerüstbauer bei einer Messe. Da ist die Firma uns aufgefallen, weil sie ziemlich innovativ war. Weiterhin ist es eigentlich auch durch die ganze Gerüstbaubranche gegangen, dass es eine Entwicklung in diesem Gebiet gibt, in der Aufzugstechnik. Es sollte ja sogar horizontal verfahren werden, was jetzt bis dato noch nicht entwickelt wurde. Und wir sind darauf angesprochen worden als innovatives Unternehmen im Gerüstbau, dass man hier diesen Aufzug gern mal vorstellen möge und die Vor- und Nachteile der Handhabung einfach mal mitzubekommen und so als kleines Pilotprojekt gestaltet. Sind wir natürlich komplett offen, da wir ja neun Auszubildende derzeit im ersten und im zweiten Ausbildungsjahr hier am Ort haben. Und genau für diese jungen Menschen ist natürlich eine angewandte Technik und vor allem Computertechnik sehr interessant. Somit möchten wir auch junge Leute wieder an uns ranziehen, um hier wieder für die nächsten Ausbildungsjahre fitte und technisch freudende Azubis zu bekommen. Also wir sind ganz froh, wir überlegen auch uns den Aufzug vielleicht auch anzulegen. Also wir überlegen, ob da wirklich der Aufzug für uns definitiv im Einsatz kommen könnte. Das wird die Zeit bringen. Wir werden das Projekt hier mal abschließen und werden natürlich drüber nachdenken, vielleicht auch weiter mit dran zu entwickeln. Also bleibt alles offen stehen. Der Liftbot sei in weniger als 30 Minuten aufgebaut und fährt mit 42 Meter in der Minute schnell und sicher benötigte Bauteile nach oben. Das ist fast doppelt so schnell wie bisher genutzte elektrisch betriebene Seilwinden und Bauaufzüge. Aufgrund seines Akkubetriebs funktioniert er ohne Generator oder Stromanschluss, sagen die Entwickler.